In diesem Video möchte ich etwas zum Ein- und Ausblenden von Elementen auf Keynote-Folien erzählen. In einer Präsentation musst du häufig Dinge aufzählen. Du hast zum Beispiel einen Titel und dann einige Listenpunkte dazu. Häufig ist es ja etwas mehr Text als das, auch wenn die Best Practice wäre, den Text so weit wie möglich zu minimieren. Und wenn du dann das im Präsentationsmodus einblendest oder die Folie zeigst, dann beginnen alle Leute zu lesen, weil sie können lesen und das Hirn ist so eingestellt, es kann nicht anders. Und dann hören sie dir nicht mehr zu oder sie hören dir zu und verstehen nicht, was auf der Folie steht oder im Normalfall verstehen sie dann weder das, was du sagst, noch das, was auf der Folie steht. Du kannst diesen Effekt etwas abmildern, indem dass du der Reihe nach Texte einblendest. Dazu wählst du diesen Textblock, den du der Reihe nach einblenden möchtest, aus, wählst oben rechts den Animationsbutton, gehst auf Aufbau und sagst Effekt hinzufügen und wählst dort Erscheinen. Ich würde von den anderen Effekten abraten. Dann wählst du nicht alles gleichzeitig. Wenn alles gleichzeitig ausgewählt ist, dann siehst du zu Beginn nichts und dann alles gleichzeitig. Das ist auch nicht besonders förderlich, sondern du wählst nach Aufzählungspunkt. Und wenn du dann in den Präsentationsmodus gehst und eine Taste drückst, dann kommt zuerst die erste Zeile und dann die zweite und dann die dritte. Das geht nach Absatz, also es ist dazu nötig, dass du zwischen den Zeilen Return klickst. Und du musst natürlich aufpassen, dass du die Enter-Taste nicht dazu benutzt, Weißraum einzufügen. Wenn du im Text zum Beispiel hier den Punkt abschaltest und damit einfach etwas mehr Platz einfügst zwischen zwei Absatzgruppen, dann wirst du einmal klicken und es kommt der erste Absatz, zweimal klicken, es kommt der zweite Absatz, dreimal klicken, es kommt der dritte Absatz, beziehungsweise es geschieht gar nichts und du bist dann vielleicht irritiert und klickst dann noch einmal und kommst dann zum vierten Absatz. Und solche Dinge stören dich beim Sprechen. Also wenn du zwischen zwei Absatzgruppen mehr Platz willst, dann machst du das hier im Text. Formatierungstool und sagst, dass du vor dem Absatz etwas mehr Platz möchtest. Und dann hast du zwei Zeilen und nicht drei Zeilen oder drei Absätze. Also das ist noch wichtig, hier in diesem Zusammenhang zu wissen. Dann zurück in die Animationsleiste. Du kannst auch sagen, dass du animieren möchtest. Erst ab dem zweiten oder ab dem dritten oder ab dem x-ten Absatz. Und wenn du das machst, dann sind bestimmte Dinge schon von Anfang an sichtbar. Also das ist sehr nützlich, wenn du Folien hast mit mehreren Textgruppen. Und das Gleiche gilt nicht nur, das Gleiche kannst du nicht nur für Texte nutzen, sondern auch für Elemente. Zum Beispiel hast du vielleicht eine Folie mit mehreren Formen oder Bildern. Ich werde die kurz einfärben, damit sie nicht alle gleich aussehen. Und vielleicht noch die Größe ändern. Du kannst auch solche Elemente auf einer Folie auswählen und dann in die Animation gehen und sagen Aufbau, Effekt hinzufügen, erscheinen. Wenn zufälligerweise die Reihenfolge stimmt, ist das gut. Wenn nicht, kannst du auf den Button Abfolge klicken unten rechts und dort die Reihenfolge ändern und zum Beispiel sagen, ich möchte, dass das Blaue zuerst kommt. Oder du kannst sagen, das Grüne und das Violette, die sollen zusammen erscheinen, indem du sie zusammenziehst. Und dann siehst du auch hier unten links, der Start
der macht, dass das Violette erscheint, ist ein Klick, und das Grüne erscheint mit Animation 2, also mit dem Violetten zusammen, oder nach Animation 2 mit einer Verzögerung von 0,5 Sekunden. Und wenn wir das ausprobieren, dann kommt zuerst das Blaue, dann das Violette und automatisch das Grüne kurz danach. Und du kannst diese Elemente auch auswählen, auf Animation klicken und auf Abbau und dann sagen, dass sie herausgehen sollen. Und hier kannst du vielleicht hinaus bewegen wählen. Es gibt auch andere Effekte. Und dann kannst du die Dauer einstellen, wie lange das gehen soll. Vielleicht etwas kürzer als eine halbe Sekunde und vielleicht ohne Abpraller. Und auch hier kannst du die Reihenfolge verstellen. Du siehst dann hier zuerst, was eingeblendet wird und dann was ausgeblendet wird. Und auch da kannst du sagen, ja, vielleicht das Grüne in der Mitte. Und dann kannst du zuerst einblenden und dann ausblenden.